Als wir vor 12 Jahren nach Deutschland kamen, war für uns erstmal alles fremd. Für dich, Johann, wie war es, als du nach Deutschland gekommen bist? Für mich war es so ganz anders. Und die Leute, wenn die Sprache, war für mich ganz komisch. Und ich habe so geguckt, und wie verstehen die Leute sich, dass die sprechen? Und sogar die Straßenbahn und die U-Bahn zum Beispiel. Und ich habe immer Angst gehabt, wie funktioniert das unter dem Erde, dass die U-Bahn. Und die Leute mit dem Hund sprechen, sitzen und der Hund. Ich habe geguckt, naja, das ist ganz Wunderland, dass die mit den Tieren sprechen kann. Und da war ich in Deutschland, in Frankfurt. Und von dort sollte ich nach Nürnberg fahren. Wie? Habe ich noch nie Zug gesehen. Und zum Glück, jemand ist gekommen. Ein Zufall ist gekommen und war auch eine Deutsche und fragte, was brauchst du? Habe ich gesagt, ich verstehe nicht, gar nicht. Und sagte, okay, ich helfe dir. Und sind wir mit ihm bis Hauptbahnhof, Frankfurt Hauptbahnhof, und von dort hat er alles für mich organisiert. Meine erste Begegnung mit Deutschland war ein Kulturschock. Und da habe ich gesagt, wenn ich die Chance hier zu bleiben habe oder hätte, werde ich alles tun, dass ich diese Sprache lernen kann. Und das habe ich gelernt. Und heute kann ich doch etwas bewegen. Also es war sehr schwer für mich, nach Deutschland zu kommen. Die Leute, die haben zwar mich sehr gern so mögen, aber das ist jeden Flüchtling so, das mit der Sprache. Ja, das ist schwer zum Sprechen, Betonung, Schreiben, aber mit der Zeit geht es schon. Was war deine Vorstellung, als du nach Deutschland gekommen bist? Das erste Mal? Ja. Also, ich war damals 15, also. Was denkt halt so ein 15-Jähriger? Aber in meiner Vorstellung war Deutschland oder Westeuropa allgemein halt schön und Frieden und alles Mögliche, was man halt sich so vorstellt. Und wenn man aber herkommt, ja. Also die Vorstellungen, ich glaube, es bleiben immer Vorstellungen. Also man muss dann die Augen aufmachen und die Realität in die Augen schauen. Ja. Ist halt ein bisschen anderes als die Vorstellungen. Ja. Damals in Bosnien hat Krieg begonnen in meiner Stadt. Das ging von Stadt zu Stadt und dann hat auch Tuzla erreicht, woher ich komme. Von Bayreuth dann, zuerst hieß es nur kurze Zeit bis Ferien vorbei sind und Krieg wird dann auch bald in ein paar Monaten zu Ende sein, kommen wir zurück. Da haben wir angefangen oder sollten anfangen, Deutsch zu lernen und überhaupt das Leben in Deutschland zu meistern. Meine Schwester war von Anfang an nur ein Jahr älter, aber viel reifer und hat es verstanden, dass es einen Sinn gibt und dass sie das lernt. Und ich war ein stures und naives Kind, das sehr viel Wut in mir getragen hat. Und ich wollte nicht Deutsch lernen. Und ich habe mich geweigert, überhaupt irgendwas anzunehmen. Und habe immer gesagt, ich bin hier gekommen und warte, bis Krieg zu Ende ist und dann gehe ich nach Hause. Ich habe es nicht geglaubt, dass wir willkommen sind oder dass überhaupt ich dieser Gesellschaft was bedeuten kann. Also ein bisschen alleine zu leben ist schwierig, aber geht so. Komplett andere Kultur,
andere Menschen, andere Wetter, andere Essen, alles war anders. Und wo wir in Deutschland gekommen, das hat bei mir auch erst Eindruck, das war zu sauber, mit ganz andere Wetter und kühle Wetter und viel Bäume. Das war für mich ein neuer Eindruck. Eindruck, ne? Und das war ganz neu. Also alleine die Umstellung von einer ganz anderen Kultur, wo die Gemeinschaft eigentlich diesen Kern dieser Kultur ist, und kommt man hier und das ist ja ganz anders, ja, ist ja hier individualistisch mehr. Die Umstellung war sehr, sehr schwer. Also ich hatte nur das Glück, dass ich jetzt in einer Wohngemeinschaft gewohnt habe, wo man auch viel Aufklärung quasi und man auch jemanden hatte, mit dem man das austauschen konnte. Ich habe wirklich eigentlich die meisten mich auch nicht viel gesagt. Ich habe immer beobachtet und immer gesagt, so. Also. Und dann habe ich meine Fragen dann halt auch unsere Betreuerin früher dann immer gestellt, und dann hat sie das mir zu versuchen, warum ist das hier so oder wie ist das überhaupt hier ist und wie es läuft. Aber einfach war es nicht. Kelly, hallo. Hallo. Wir stehen hier jetzt in der Menschenrechtsstraße, genau bei Säule Artikel 14. Recht auf Asyl. Und ich denke, da kannst du uns auch was darüber erzählen, über deine Geschichte. Ich bin seit Januar 1995 in Deutschland und habe einen Antrag auf Asyl gestellt. Früher war ich in meinem Heimatland Togo Leiter des Amtes für Tourismusförderung. Und da mein Leben in Gefahr war, habe ich das Land verlassen und hier einen Antrag auf Asyl gestellt. Es war nicht einfach, wenn man in einem Asylheim ein Zimmer mit 5 Jugendlichen teilen muss. Es war schwierig. Trotzdem habe ich gesagt, ja, ich bin da. Muss man den Mut haben, sich anzusetzen und nicht zu sagen, die mögen uns nicht, wir können nichts tun, das stimmt nicht. Es war eine schwierige Zeit, die Zeit, als wir geflohen sind, die Zeit, was wir durchgemacht haben und die Zeit, wie wir jetzt leben. Es ist schön zu sehen, dass ich in einem sicheren Land lebe. Also, das muss man wirklich sagen. Was erwarten Sie von Deutschland? Sicherheit. Sicherheit. Nicht nur von Deutschland, egal wo. Wenn ich habe keine Sicherheit in meinem Land. Deswegen, ich gehe zum anderen Land, wegen meiner Sicherheit. Deswegen habe ich das erwartet und habe ich gefunden. In einer Mannschaft. Wir spielen zweimal in der Woche und einmal spielen gegen die anderen. Und wir sind auch verschiedene Länder, meine Mannschaft. Da sind nicht nur Deutsche zum Beispiel oder Iraker, sind auch aus verschiedenen Ländern, aber wir verstehen uns ganz gut. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich war 16 Jahre alt. Da habe ich von zu Hause einfach meinen Blog genommen und bin ich in die Stadt gegangen, wollte ich einfach mit Leuten Kontakt machen und habe ich einfach Porträtzeichnen. Ich habe auch von Südamerika habe ich Leute ihre Kultur kennengelernt und die haben mich Salsa beigebracht.
Haben Sie ein Hobby? Ja. Bevor nach Deutschland kam, ich habe ein Hobby. Mein Hobby war Schwimmen. Schön. Und Reisen. Aber meine letzte Reise war nach Deutschland. Aber in Deutschland, ich habe ein neues Hobby gehabt. Das ist mit den Flüchtlingen arbeiten. Das heißt, Leute helfen, selber auch etwas lernen. Man lernt von anderen Leuten. Gehe ich in ein Schützenheim, Feuerwehr, also die freiwillige Feuerwehr. Also, man kann sagen, die meisten Jahre meines Lebens habe ich ja in der Schule verbracht. Und dadurch habe ich auch in eine Firma auch sehr zeitlang Praktikum gemacht und die haben dann mir zugesagt, dass die gleich nach der Ausbildung mich übernehmen werden. Vor 2 Jahren spielte ich so mit den Gedanken, ja, vielleicht ein bisschen weitermachen. Und letzte Woche habe ich einen Bescheid gekriegt, dass ich auch den Meister geschafft habe. Ja, toll, Wahnsinn. Eine Möglichkeit war, dass es einen Verein gegeben hat, Martin Beheim. Und hat damals eine Initiative, einen Katalog zu geben. Und das war aus erster Hand. Hm. Und die Flüchtlinge, die gewollt haben, mitzumachen, die haben sich in diesem Programm, Katalog vorgestellt, okay, was sie vorher gemacht haben, okay, und was sie tun können. Und da haben einige von uns die Möglichkeit gehabt, eine Arbeit zu finden. Momentan ich arbeite ich im Altersheim als pflegeliche Fachhilfe. Als Koordinatorin für Kinderkultur im Kulturzentrum Villa Leon. Und noch bin ich die Leitung bei der Sozialdienst Katholische Frauen in einer Mädchenwohngruppe. Beruflich waren das auch meine Träume. Das, was ich bekommen habe, wieder zurückzugeben. Ich kam an und wollte nicht sprechen, hat mich auch kein Mensch verstanden, nicht einmal, warum ich nicht lernen will und geschweige, was ich damit meine, weil meine Sprache hat keiner verstanden. Dann war ich in einem anderen Stadium. Ich musste sagen, das, was mir mein Wortschatz erlaubt hat und nicht das, was ich gedacht habe. Nur derjenige, der seine Bedürfnisse sagen kann, derjenige, der seine Meinung äußern kann und auch seine Missverständnisse noch einmal erklären kann oder auch seine Trauer richtig erklären kann, kann in dieser Gesellschaft sagen, ich bin angekommen. Ich besuche derzeit die Schauspielschule in Nürnberg. Ich mache meine Ausbildung als Schauspieler. Er war doch Ihr Freund. Das wissen Sie doch bereits. Und wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Ja, letzte Woche. Mittwoch oder Donnerstag. Und am Abend besuche ich die Abendgymnasium. Letztes Jahr habe ich meinen Hauptschulabschluss geschafft und ich mache nächstes Jahr Quali. Später will ich irgendwann eine Ausbildung als Koch machen. Nach mehreren Jahren hier in Deutschland haben wir versucht haben wir versucht etwas zu finden, etwas, einen Verein oder eine Gruppe, die Afrikaner hier helfen könnte, sich in Nürnberg wohlzufühlen als Mitbürger, Nürnberger Mitbürger. Der Verein wurde von Deutschen und Afrikanern gegründet. Deswegen nennen wir Afrodeutsche. Das Ziel ist,
die Inklusion afrikaner Leute in die deutsche Gesellschaft. Weil Inklusion ist mehr für uns als nur kleine Integration. Politisch hat mich immer beeindruckt in diesem Land. Und ich wollte immer Politik einsteigen. Und seit diesem Jahr bin ich im Integrationsrat Stadt Nürnberg tätig und wir machen Stadtpolitik. Und jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Und jetzt habe ich eigene, also neue Freundinnen, also verschiedene Länder. Mit denen bin ich zufriedenlich. Mein Traum will ich mich weiterentwickeln und Kunst studieren. Mein Heimland und meine Familie besuchen. Jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Das ist schön. Ja. Also, wie ein Mensch seine Zukunft in Heimat vorstellt. Und das freue mich darauf. Angekommen und angenommen. Mi smo dobrodošli i prihvaćeni. Mit dann bei mit einer Betten Tag abbellen. Chúng tôi đến nước Đức và nước Đức đã nhận chúng tôi. Ja, Martin, wir haben dich. Sehr gerne mit dann und konnte dann mit dazu haben. Kennt ihr diese andere? نحن تعبیر من انا مسینا. ام هاتین قبول کردین. نکمی اردر و نقندیه مور. احنا جینا قبلونا. Nayaki, Bayambingai e Nazu Esika. Ahna Ejana, Unkabana. Emma Atinu, Oriangritin. Namazina, Tarapilomna. Miva, Eye, Ohomi. Nürnberger seit 17 Jahren so. Da sind Sie länger Nürnberger als ich. Wenn Sie einen Weckler bestellen können? Ein Weckler, Passschuh. Passschuh ist die höchste. Allmächtig. Höchste Lohn. Also die Feinheiten müssen wir noch verheilen. Ja, ja, das mit dem Aber Rad drei Weckler ist wichtig.